Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute spielen wir Two Point Hospital. Wir starten mal als allererstes ein neues Spiel. Im Krankenhaus von Two Point stimmen 52% der Patienten der Aussage zu, dass sie hier gesünder wurden. Unsere genauestens kalibrierte Ausrüstung wird von mitfühlenden Medizinern bedient. Viele von ihnen haben Medizin studiert oder zumindest Schwarzwaldklinik geschaut. Das Schildkrötensyndrom? Wir kümmern uns gern um sie und ihren nicht sichtbaren Kopf. Narzissmus ist nicht zum Lachen. Überlassen Sie sich und Ihre übergroße Nase einfach uns. Wir erschaffen eine strahlende Zukunft und wirklich nichts kann sich uns in den Weg stellen. Sie verdienen einfach das Beste, also kommen Sie ins Krankenhaus von Two Point. Wir suchen neues Personal, neue Patienten und für Sie ein neues Ich. Kann ich jetzt golfen gehen? Ich habe um 3 Abschlag. Das klingt sehr, sehr vertrauenserweckend. Okay, ich hab gedacht, ich lese es vor. Das hier ist Hogsport, wo dein erstes Krankenhaus steht. Klick es an, um anzufangen. So. Gut, das hatten wir gerade schon gelesen. Krankenhaus von Two Point. Willkommen in Two Point Country. County. Bist du bereit, dein erstes Krankenhaus zu bauen und ein paar Patienten zu heilen? Okay. Wahrscheinlich willst du dich erst einmal umsehen. So bewegst du die Kamera. Halte die rechte Maustaste gedrückt und zieh. Bewege den Maustaste zum Bildschirm, nutze die Tasten WASD. Du kannst außerdem mit dem Mausrad zoomen und mit der mittleren Maustaste die Kamera drehen und kippen. Ja. Das Krankenhaus braucht zuallererst eine Aufnahme. Dort können sich die Patienten anmelden, wenn sie im Krankenhaus eintreffen. Bauen wir einen Empfangsschalter in der Nähe des Eingangs. Objekte. Aufnahme. Objekt drehen. Ah, so. Bauen wir einfach da richtig rein. Toll, wir brauchen einen Assistenten für den Empfang. Stellen wir gleich einen ein. Dann einstellen. Assistenten. Okay, der kostet so 4.000, der kostet 6.000, der kostet 7.000. Erhöht Tempo und Effizienz. Okay, wir nehmen mal den. Toll! Bevor wir offiziell die Türen öffnen, brauchen wir eine Arztpraxis. Patienten werden in jeder Phase der Diagnose einen Allgemeinmediziner besuchen. Der Allgemeinmediziner untersucht Patienten und entscheidet, ob sie zur Behandlung oder zur weiteren Diagnose geschickt werden. Bauen wir jetzt eine Arztpraxis. Um ein Zimmer zu bauen, klicke auf das Zimmerfeld, wähle eine andere Liste aus. Okay. Zimmer. Bauen wir jetzt die Arztpraxis. Können wir die direkt hier hinbauen? Große. Ah, nee, ist es nicht. Okay. So. Ah, Aktenschranke in die Ecke. Das war's? Achso, den Rest können wir, glaube ich, hinstellen. Ja, lassen wir es mal so. So, dann brauchen wir einen Arzt. 35.000. Die hat halt vieles. Er kostet nur 24 und hat auch viel. Nehmen wir ihn. Rein da. Bitte nehmen Sie Ihr Essen auf die traditionelle Art und Weise zu sich. Was ist die traditionelle Art des Essens? Gute Neuigkeit, unser Krankenhaus ist nun eröffnet. Die ersten Patienten kommen. Nach der Anmeldung an der Aufnahme werden sie zum Allgemeinmediziner geschickt, um sich diagnostizieren zu lassen. Wunderschön. Ja.
Okay, wo ist der erste Patient? Ah. Drehen. Nein. Unsere ganzen Patienten diagnostiziert. Der Allgemeinmediziner hat dir eine Nachricht geschickt. Schau mal nach, Liste unten rechts. Nachrichten nach Two Point County. Und wenn ihr uns von dem neu eröffneten Krankenhaus empfangt, Mörtel, dann dreht mal ordentlich die Lautstärke hoch. Die Mörtelanfänger folgt meist im Badezimmer. Glücklicherweise ist moderne Medizin bei der Behandlung sehr effektiv. In frühen Tagen musste der Befall unter Schmerzen herausgekratzt. Und wir machen weiter mit 42 Stunden Musik okay. Von lustigen Hintergrundmusikanten. Viel Spaß! Wir brauchen eine Apotheke. Wir lassen jetzt mal warten. Können wir eine Apotheke bauen? Ja, können wir. Schön. Würde ich sagen, kommt hier in die Ecke. Okay, die ist groß genug. Stimmt, das ist dieses geile Gerät. So. Dann haben wir jetzt eine Apotheke. Dann kann sie jetzt... Ah, wir brauchen noch jemanden. Wen brauchen wir dafür? Ein Krankenpfleger. Krankenpfleger. Oh, der ist teuer, aber der kann so viel. Wir nehmen ihn trotzdem. Der kann anfangen. Ich glaube, wir sollten erstmal fähiges Personal einstellen. Davon bezahlen wir es auch gut. Einfach damit die Bude läuft. Okay. Wir haben jetzt alles nötig. Cool. Der hat auch noch Bock. Wow. Okay, das ist wie so ein Shake oder was. Das hat uns 5000 eingebracht. Wow. Gut gemacht. Du hast unseren ersten Patienten geheilt. Wir haben etwas Geld verdient und den Ruf des Krankenhauses verbessert. Dadurch werden wir neue Patienten gewinnen. Wenn ein Arzt oder ein Krankenpfleger einen Patienten behandelt, beeinflussen deren Fähigkeiten die Erfolgsaussichten. Bestimmte Krankheiten sind schwieriger zu behandeln als andere. Diagnostiziere und behandle weitere Patienten, damit wir genügend Geld verdienen, um das Krankenhaus ausbauen zu können. Personaldurchsage. Wir haben soeben unseren ersten Patienten geheilt. Okay. Boah, die hat ja schon gar keinen Bock mehr. Wir haben jetzt ein paar ziemlich teure Maschinen. Was solltest du darüber hin? Du solltest dir über die Instandhaltung Gedanken machen. Der Zustand von Maschinen verschlechtert sich mit der Nutzung. Also müssen sie von Zeit zu Zeit gewartet werden. Verwahrloste Maschinen können ein Feuerrisiko sein. Feuer gelten gemeinhin als schlecht fürs Geschäft. Stell einen Hausmeister ein. Gut. Dann holen wir uns jetzt noch einen Hausmeister. Boah. Ja, wie schon gesagt, wir holen uns erstmal gutes Personal. Besser ist es. Kann ich schon was Neues bauen? Nö. Ah. Zum Hinpflanzen und Wurzeln schlagen. Stell doch mal Getränkeautomaten auf, würde ich sagen. Zum schönen Snackautomat. Halt. Damit wir drehen, ja. Den können wir auch drehen, ja. Abfalleimer gegen Müll. Und ich denke mal, ein Feuerlöscher wäre auch sinnvoll. Oh, eine Pflanze. Erhöht die Attraktivität. Meine Fresse. Und Broschürenstänke. Verringert die Langeweile. Oh, Gott. Wunderschön. Wisst ihr, ich habe diese Melodie schon die ganze Woche in meinem Kopf, was ein bisschen unheimlich ist, weil ich sie vorher noch nie gehört habe. Schon ein bisschen zufrieden. Ha, nun ja, spielen wir erst einmal ein paar weitere Ohrwürmer. Gut, wir haben unsere ersten Patienten geheilt. Platziere 2 Feuerlöscher. Ah, siehst du. Dann vielleicht hier rein.
Besser ist es. Okay. Die Zufriedenheit von Personal und Patienten ist für einen reibungslosen Krankenhausbetrieb wichtig. Patienten werden mit zunehmender Zeit gelangweilt, durstig und hungrig. Sorge dafür, dass sie Zugang zu Unterhaltungsmöglichkeiten, Essen und Getränken haben und bequem sitzen können, solange sie auf Termine warten. Wenn sie unzufrieden werden, gehen sie in ein anderes Krankenhaus. Gut. Hab ich ja. Ja. Mhm. Okay. Platziere 2 Bänke. Okay. Das haben wir schon gemacht. Gut. Wir warten jetzt, oder was? Ah. Die Arbeit ermüdet deine Mitarbeiter, sodass sie früher oder später eine Pause machen müssen. Ein Pausenzimmer hilft ihnen, sich zu erholen und dann mit neuer Kraft weiterzuarbeiten. Pausen. Das setzt sie doch eh nicht durch. Okay. Vor dem Pausenzimmer. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Oh, ein bisschen größer. Würde ich jetzt einfach sagen. Ah, ein Sofa. Oh, wir haben 3 Mitarbeiter. So. Spind. Gut, wir werden ja mal noch mal ein paar mehr Mitarbeiter haben. Fenster. Oh, können wir. Wir können. Nice. So, die kriegen, glaube ich, einen eigenen Getränkeautomaten. Freuen sie sich drüber, einen eigenen Snackautomaten kriegen sie. Abfalleimer. Und eine Feuerlöscher. Nicht, dass sie sonst zünden. So. Erledigt. Wie der Name schon nahelegt, suchen Mitarbeiter das Pausenzimmer auf. Okay. Die hat keinen Bock mehr. Dann packen wir die jetzt hier rein. Des Tages, die Zustände im Krankenhaus, jetzt fehlen uns aber hier Mitarbeiter. Das heißt, wir brauchen jeden Tag schlechter. Okay, mehrere Mitarbeiter. Dort an einer einstürzenden Zimmerdecke Krankenpflege, Assistenten wie bei einer Erkrankung. Aber immerhin werden dadurch die Wartezeiten okay. kürzer. Hat mangelhaftes Sehvermögen. Okay. Ja, machen wir. So, wir haben ein neues Zimmer. Wir haben Toiletten freigeschaltet. Toiletten. Freut mich hin. Drei Stück. Ach, 4. Waschbecken. Noch Handtrockner, wäre vielleicht noch sinnvoll. Und auch hier ein Abfalleimer. So. Okay. Instandhaltungsdurchsage. Dann haben wir schon mal eine Grundausstattung. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.